Hallo ihr Lieben, heute habe ich die Neuzugänge und den Lesemonat vom Mai für euch. Ich habe mir gedacht, ich packe die zwei Videos mal wieder zusammen in ein Video, weil sich für die Neuzugänge nicht wirklich ein extra Video lohnt. Ich habe 5 Neuzugänge im Mai, was nicht wirklich viel ist. Ihr kennt davon Bücher schon und die habe ich euch auch schon vorgestellt. Deswegen dachte ich mir, ich packe das jetzt nicht in ein extra Video. Was soll ich denn da jetzt noch 5-mal drum herumreden bei den 5 Büchern? Und deswegen packen wir das jetzt hier mit rein. Ich zeige euch zuerst die Neuzugänge, dann kommen wir zum Lesemonat. Und ja, ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Fangen wir mit den Neuzugängen an, die ich aktuell gerade nicht zu Hause habe, weil ich sie verborgt habe. Und zwar sind im Mai bei mir eingezogen Greatest Darkness von Nikki Kiso. Das Buch habe ich ja auch schon rezensiert und euch eine Buchvorstellung dazu gemacht, deswegen brauche ich dazu, glaube ich, auch nichts sagen. Dann ist bei mir eingezogen das neue Buch von Bianca Josi, Winnie Falling Fast. Das habe ich, wie gesagt, auch gerade an meine Arbeitskollegin verborgt, bevor ich es gelesen habe. Ich bin einfach ein netter Mensch manchmal. Ich verborge ungelesene Bücher. Aber das mache ich auch nur bei der einen Kollegin, wo ich weiß, dass sie damit sehr, sehr sorgsam umgeht. Und ja, zu Falling Fast kann ich euch ja auch nichts sagen. Ich habe es ja noch nicht gelesen. Und das sind die 2 Bücher, die ich gerade nicht zu Hause habe, die aber auch definitiv im Mai bei mir eingezogen sind. Dann im Mai bei mir eingezogen ist noch der 4. Teil der Ivy Years, Wenn wir vertrauen. Den möchte ich jetzt diesen Monat auf jeden Fall noch mitlesen. Da bin ich auch schon sehr, sehr gespannt auf die Geschichte und werde euch dann natürlich auch hier berichten, wie es mir gefallen hat. In diesem Buch geht es jetzt um Bella und Rafe, was weiß ich, wie der ausgesprochen wird. Ja, und ich bin mal sehr, sehr gespannt, was da alles passiert. Hier ist das Thema Mobbing auf jeden Fall ein großes Thema. Also Bella wird Opfer einer Mobbing-Attacke und ja, ich bin mal sehr gespannt auf die Geschichte. Der 3. Teil hat mir echt gut gefallen mit Graham und Ricker. Und das war ja der erste Gay-Roman, den ich gelesen habe und den fand ich echt gut. Ich möchte auf jeden Fall Him und Us von Serena Vaughan und Elle Kennedy auch noch lesen. Das habe ich mir schon auf meinen Lesezettel gepackt und wenn ich irgendwann mal dazu komme, dann lese ich das auch mit. Aber ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen und wie gesagt, ich freue mich jetzt sehr auf den 4. Teil. Ich mag die Geschichten, die Serena Vaughan schreibt, einfach sehr. Dann ist noch bei mir eingezogen im Mai der 8. und vorletzte Teil der Diamonds for Love-Reihe. In diesem Buch geht es ja um Daniel Bennett und um Caroline, nicht Charlotte, Caroline dann. Und die beiden waren ja auf dem College und ein paar haben sich dann aber wieder getrennt und haben sich aber nie so richtig aus den Augen verloren. Und ja, Daniel möchte jetzt gerne noch eine Chance bei Caroline. Und was mit den beiden alles passiert, darum geht es in diesem Buch. Der Teil soll jetzt nicht so gut gewesen sein, haben mir schon einige geschrieben. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf die Geschichte und freue mich schon drauf, das Ganze dann zu lesen. Diesen Monat ist ja jetzt der letzte Teil rausgekommen im Juni, den habe ich auch schon gekauft und ich freue mich dann, diese Reihe zu beenden. Ich bin natürlich auch ein bisschen traurig, aber 9 Teile einer Reihe sind meiner Meinung nach einfach genug. Das reicht. Overkill. Und ja, dazu dann mehr, wenn ich es gelesen habe. Und damit wären wir auch schon beim letzten Buch, was im Mai bei mir eingezogen ist. Und zwar war das One Kiss von Lauren Blakely. Hier zu dem Buch brauche ich euch, glaube ich, auch erstmal nichts mehr sagen. Die Buchvorstellung ist ja die Woche erst online gegangen. Wenn ihr da mehr wissen wollt zu dieser Geschichte, dann schaut einfach in die Buchvorstellung. Und ja, da erzähle ich euch dann mehr zu One Kiss. Ich kann nur sagen, dass die Geschichte so ein bisschen verrückt ist und ein bisschen außergewöhnlich aufgrund des Ganzen, was sie da drin tun. Und ja, aber ich fand das Buch wirklich richtig, richtig toll und mir hat es sehr gut gefallen. Ich fand das mega süß. Ich möchte sogar sagen, kommt gleich an zweiter Stelle bei mir. Teil 1 ist Teil 1 und es bleibt an erster Stelle, aber das kommt dann für mich gleich danach. Damit wären wir mit den Neuzugängen jetzt auch schon wieder durch. Wie gesagt, es war wirklich nicht viel im Mai. Und ich komme jetzt mal noch zum Lesemonat und zeige euch die Bücher, die ich im Mai gelesen habe. Und ich würde auch hier mit den Büchern anfangen, die ich entweder als E-Book habe oder auch gerade nicht zu Hause habe und verborgt habe, dass ich die dann auch einfach nicht wieder vergesse. Und dann fangen wir auch hier gleich einmal an mit Greatest Darkness von Nikki Kiso. Greatest Darkness ist ein erotischer Liebesroman und es ist der erste erotische Liebesroman, den die Nikki geschrieben hat. Es ist der erste Teil einer Dilogie. Der zweite Teil wird jetzt irgendwann, wenn sie es schafft, diesen Sommer noch rauskommen und ich bin schon sehr gespannt auf die Fortsetzung. Greatest Darkness hat mir persönlich gut gefallen. Es war eine Geschichte, wo ich so hier und da so ein bisschen was zu bemängeln hatte, aber im Großen und Ganzen war die Geschichte schon gut gemacht und mit einem Plot-Twist, den man nicht unbedingt kommen sieht. Und ich fand die Geschichte süß und ich würde an dieser Stelle sagen, wenn ihr mehr zu dem Buch wissen wollt, dann schaut im Video vorbei, weil ich muss jetzt hier nicht lang und breit und groß nochmal ausholen, wenn ich das im Video ausführlich tue. Ich tue im Video übrigens auch noch
ein Paket auspacken, was die Niki mir geschickt hat. Und das ist sehr, sehr lustig. Also schaut da auf jeden Fall gerne vorbei. Und ja, mehr würde ich an dieser Stelle zu Greatest Darkness auch nicht sagen, weil wie gesagt, es gibt ein extra Video. Und wenn es ein extra Video gibt, muss ich ja jetzt hier nicht alles nochmal 500 Mal wiederkauen. Gleiche gilt auch für das nächste Buch. Und zwar ist das Home Sweet Home von Jacqueline Fellgut. Dieses Buch ist jetzt Anfang Juni erschienen. Ich habe es aber im Mai schon mitgelesen, weil ich es vorab als Rezensionsexemplar bekommen habe. Und deswegen ist es für mich im Lesemonat vom Mai schon mit drin. Auch hier habe ich ein extra Video gemacht, wo ich ausführlich über dieses Buch spreche. Und zwar ist Home Sweet Home der erste Teil einer Trilogie. Also im Moment ist es als Trilogie erstmal so angesetzt und geplant. Und Home Sweet Home ist auf jeden Fall wieder eine dieser absolut süßen, niedlichen Liebesgeschichten, die man super so für zwischendurch lesen kann. Wenn ihr auch hier mehr zu dem Buch wissen wollt, dann schaut im Video vorbei. Das waren die zwei Bücher, die ich im Mai als Rezensionsexemplare hatte. Und wie gesagt, da gibt es ein extra Video dazu. Wenn euch das interessiert, dann schaut da in dem Video einfach vorbei. Ich möchte versuchen, hier im Lesemonat das jetzt wirklich mal ein bisschen kürzer zu halten, dass das Video nicht so mega lang wird. Versuchen. Ich versuche. Ja, dann habe ich im Mai auf jeden Fall noch als E-Book gelesen eine Kurzgeschichte, und zwar die Kurzgeschichte zu Cat und Cole. Cat und Cole ist ja der zweite Teil im März erschienen, den habe ich hier auch noch liegen. Den möchte ich diesen Monat eigentlich auch noch mitlesen. Ich muss mal gucken, wie ich das schaffe mit meinem Lesevorhaben diesen Monat. Und in der Kurzgeschichte bekommen wir quasi einen Einblick auf das Leben von Cat und Cole, wo sie noch Kinder waren. Also in der Vergangenheit spielt diese Kurzgeschichte und ich fand sie sehr, sehr interessant. Es ist nicht ultra viel passiert. Ist eine Geschichte, ich glaube, die hat vielleicht 30, 40 Seiten, also das ist wirklich nur ganz, ganz kurz. Und man bekommt halt dadurch aber nochmal so einen kleinen Einblick in die Vergangenheit von den beiden, aber es hat mir sehr, sehr gut gefallen und ich freue mich schon sehr auf die Fortsetzung. Und ja, das habe ich auf jeden Fall noch gelesen im Mai und das waren jetzt auch alle Bücher, die ich nicht zu Hause habe, die ich gerade verborgt habe oder was E-Books sind oder so. Kommen wir jetzt zu den Büchern, die ich hier habe und die ich euch zeigen kann. Leute, Leute, ihr glaubt gar nicht, wie ich mir hier gerade einen abschwitze. Dabei ist es eigentlich heute gar nicht warm, aber das Licht von der Softbox ist... Es ist mega heftig, ey. Und zwar habe ich im Mai gelesen den dritten Teil von Grisha, Loderne Schwingen. Das ist der Abschluss der Grisha-Trilogie und ich habe dieses Buch mit der kleinen Sina zusammen gelesen. Hi Sina, sei gegrüßt an dieser Stelle und ich glaube, wir beide fanden das Buch wirklich gut. Wir fanden diese Reihe richtig gut, uns hat der Abschluss dieser Reihe sehr gut gefallen. Ich kann hier zum Inhalt zur Geschichte nichts sagen, weil ich euch sonst spoilern würde, falls ihr die Bücher noch nicht kennt. Deswegen kann ich nur sagen, dass diese Reihe mir im Großen und Ganzen wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Ich bin ein riesiger Fan der Charaktere von Leigh Bardugo. Ich bin ein riesiger Fan der Story von Leigh Bardugo. Das Lied der Krähen und das Gold der Krähen hat mich ja von ihr auch total begeistern können. Und Leigh Bardugo kann halt einfach mega gute Fantasy-Geschichten schreiben. Es ist einfach so. Diese Geschichten sind durchdacht von vorne bis hinten. Es gibt vielleicht an manchen Stellen hier und da so ein, zwei kleine Logikfehler. Aber im Großen und Ganzen passt diese Geschichte halt einfach komplett zusammen und das hat mir so unglaublich gut gefallen. Und auch die Wendungen und die Entwicklungen zum Ende hin hat man nicht richtig kommen sehen. Also ich persönlich habe diese Entwicklung nicht so erwartet. Ich war dann schon so, oh mein Gott, was ist hier los? Was ist passiert? Was geht hier ab? Und das war wirklich richtig gut. Und ja, ich bin ein riesiger Fan der Grisha-Trilogie. Wie gesagt, ich liebe die Six of Crows-Reihe von ihr und ich bin so hyped auf August, wenn King of Scars rauskommt. Und in King of Scars geht es ja um Nikolai und Nikolai ist hier ein Nebencharakter in dieser Reihe und der kommt auch in Das Gold der Krähen drin vor und ich bin so hyped. Ich liebe Nikolai. Ich liebe, liebe, liebe Nikolai und ich freue mich schon so auf die Geschichte. Und ja, Grisha, wie gesagt, ist eine wahnsinnig tolle Reihe. Ich mag die Entwicklung, die die Charaktere in diesem Buch machen. Ich fand die Protagonistin im ersten Teil wirklich toll. Ich bin mit Alina super klargekommen. Dann entwickelte sie sich in eine Richtung, so über den zweiten Teil hinweg, wo ich dann auch so dachte, so, was stimmt mit dir nicht, Mädchen? Was ist falsch bei dir? Und dann hat es Leigh Bardugo aber geschafft, das Ganze wieder zu drehen und das auch logisch aussehen zu lassen, dass sie sich halt nochmal verändert hat. Und das fand ich so gut. Das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Also wie gesagt, am Anfang mochte ich Alina. Zwischendrin konnte ich sie gar nicht mehr leiden und gar nicht mehr verstehen. Und zum Ende hin ging es dann wieder. Da war die Protagonistin auch wirklich für mich wieder an einem guten Punkt in der Geschichte. Und auch die Nebencharaktere, wie gesagt, haben mir sehr, sehr gut gefallen. Maljin, der Dunkle, Nikolai, Soja, wie sie nicht alle heißen. Ich fand sie einfach so gut. Und wie gesagt, diese Wendung, die Leigh Bardugo in diese Geschichte eingebaut hat, es war einfach so unglaublich gut. In dieser Trilogie stimmt für mich einfach alles, von vorne bis hinten. Es gibt hier so ein, zwei Stellen, die vielleicht so mal ein bisschen sich gezogen haben beim Lesen, wo ich so dachte, so, ja, es könnte jetzt mal so ein bisschen schneller vorangehen,
Aber das war, wie gesagt, nicht viel. Das waren so ein, zwei kleine Stellen in der kompletten Reihe, wo ich das empfunden habe. Und von daher ist es nicht schlimm, aber ich wollte es an dieser Stelle einfach mal erwähnen. Denn es ist auch in diesem Buch so, dass dieses Buch nicht von vorne bis hinten komplett perfekt ist. Also ich kann im Großen und Ganzen nur sagen, dass Grisha eine tolle Handlung hat, dass die Geschichte sich super entwickelt, dass die Charaktere sich toll entwickeln, dass die Charaktere wirklich richtig gut sind. Labor Dugo schafft es halt, hier Charaktere zu entwickeln und einem nahe zu bringen, dass man wirklich mit den Charakteren auch mitgeht und mit denen fühlt und einfach nur so denkt, so what the fuck. Und gerade jetzt, nachdem ich den dritten Teil von Grisha gelesen habe, bin ich so gespannt auf die Geschichte von Nikolai, denn es passiert etwas mit ihm in diesem Teil, wo du denkst, so what the hell. Und ja, ansonsten kann ich nur sagen, dass der Schreibstil von Labor Dugo wirklich richtig, richtig toll ist. Da diese Geschichte für mich eher so einen russischen Touch hat, so auch von, von der Aussprache und der Ausdrucksweise und dem Ganzen, ist das für mich eher so Richtung russische Legendengeschichten. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie einen Kern hat von einer russischen Legende oder so, keine Ahnung. Ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Aber dadurch sind hier Wörter drin, über die man manchmal stolpern kann und über die man am Anfang gerade stolpert, weil so Worte wie Koperalnik, Eteraltik, Rafka, Kerch, keine Ahnung was, Schuli und was auch nicht noch alles. Das sind so Worte am Anfang, wo du denkst so, ha, okay, Reizüberflutung, ich habe keine Ahnung, wovon diese Frau spricht. Also ich weiß noch, wo ich das allererste Mal den ersten Teil von Grisha gelesen habe, saß ich streckenweise echt so da und dachte so, ich muss das jetzt nochmal lesen. Ich habe es nicht ganz verstanden. Also es ist aufgrund dieser Begrifflichkeiten, die zu dieser Welt gehören, an manchen Stellen für die Geschichte nicht so einfach. Aber falls man jetzt schon das Lied der Krähen gelesen hat und danach Grisha liest, hat man absolut keine Probleme oder halt auch andersrum, weil es die gleiche Welt ist, in der das Ganze ja spielt und man kennt das ja dann schon alles. Und da hat man echt einen großen Vorteil, wenn man die eine Reihe schon kennt und die andere liest. Und ja, deswegen war es für mich beim zweiten Lesen dann auf jeden Fall um einiges leichter. Ich konnte mit den Begriffen was anfangen. Ich wusste, was in dieser Welt so abgeht. Ich wusste, wie wer ungefähr so zueinander steht, auch von den Völkern, die es gibt. Und ja, ich fand es einfach mega. Und wie gesagt, ansonsten, was den Schreibstil betrifft, hat Labor Dugo einen Schreibstil, der klar auf den Punkt ist, der straight ist, der knallhart ist manchmal. Und es macht einfach so viel Spaß, diese Bücher zu lesen. Ansonsten, was das Setting betrifft, ist es eine High-Fantasy-Welt. Es ist keine Mittelalter-Welt, das möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen. Es tendiert so dezent in diese Richtung, aber es gibt Dinge in dieser Geschichte, wo du denkst, okay, im Mittelalter wäre das eigentlich nicht so ganz möglich gewesen. Und wenn man dann halt auch das Lied der Krähen kennt, stellt man sich auch eher so London 1840 oder sowas vor. Also das ist dann so schwierig, da eine Zeit einzuordnen, aber es tendiert schon so Richtung Mittelalterwelt, gerade hier bei Grisha. Und ja, ich fand die Welt einfach toll, die Labor Dugo hier erschaffen hat. Es ist in den Büchern auch vorne eine Karte drin, was ich immer noch sehr, sehr begrüße, weil man sich dadurch auch viele Sachen einfacher vorstellen kann. Und ich finde es einfach ganz, ganz toll, die Welt, die Labor Dugo hier erschaffen hat, gefällt mir richtig gut. Und ja, ich finde, es passt halt einfach alles zusammen in dieser Welt, auch mit den Grisha und ihren Keftas, die sie da anhaben. Und es passt für mich einfach alles vom Setting und Worldbuilding und dem Ganzen her komplett zusammen. Und ja, das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Und ja, mehr kann ich jetzt hier zu Grisha auch nicht sagen an der Stelle. Es ist eine tolle Reihe. Es kommt im Oktober Grisha als Schuber nochmal raus. Und dieser Schuber sieht so gut aus, Leute. Er sieht so unglaublich gut aus. Und ja, weil die Hardcover bekommt man ja recht schwer nur noch. Deswegen, falls ihr Grisha lesen wollt, wartet bis Oktober, bis der Schuber rauskommt oder holt euch halt die E-Books. Aber ja, so viel an dieser Stelle noch. Und jetzt für euch auch von Grisha zu erzählen. Ich rede schon wieder viel zu viel. Und ja, ich liebe Grisha. Dann habe ich im Mai gelesen, Wenn Donner und Licht sich berühren von Brittany C. Cherry. Und ich habe mich schon so auf dieses Buch gefreut. Ich habe sehr, sehr lange von Brittany C. Cherry jetzt nichts gelesen. Also ich hatte ja letztes Jahr die Romance Elements Reihe gelesen und Verliebt in Mr. Daniels. Und diese Bücher liebe ich ja total und war daher sehr, sehr gespannt auf die neue Geschichte von Brittany C. Cherry. Und diese Frau hat es einfach drauf, unglaublich gute Geschichten zu schreiben. Brittany C. Cherry schafft es jedes Mal, mich umzuhauen mit ihren Geschichten, die sie schreibt. Die sind jedes Mal so herzzerreißend. Also diese Geschichten nehme ich auch jedes Mal mit. Es passiert in jeder Geschichte irgendwas, wo ich so denke, what the fuck? Oh mein Gott, wie kann sie das ihren Protagonisten nur antun? Und ja, sie muss es diesen Protagonisten aber antun, damit sie sich in dieser Geschichte entwickeln können und verändern können, damit sie uns diese Geschichte natürlich auch erzählen kann. Und es ist einfach jedes Mal so gut, wie Brittany C. Cherry das macht. Und das
Auch hier wieder, dieses Buch ist der Hammer. Ich liebe es. Es ist eine so verdammt gute Geschichte. An Wie die Stille unter Wasser kommt es für mich nicht ran. Das ist einfach mein Lieblingsbuch von ihr. Ich liebe einfach diese Geschichte. Aber es ist eine verdammt gute Geschichte. Es ist eine richtig, richtig verdammt gute Geschichte. Und das ist definitiv so ein Buch, wo ich sage, jeder, der gerne Liebesgeschichten liest, muss es gelesen haben. Ihr habt sonst echt was verpasst, Leute. Wenn ihr das hier nicht gelesen habt, dann, oh mein Gott, ich weiß gar nicht, was dann ist. Dann geht wahrscheinlich die Welt unter. Nein, das nicht. Aber es ist wirklich eine richtig gute Geschichte, die man unbedingt lesen sollte. In dieser Geschichte geht es ja um Jasmine. Und Jasmines Mutter drängt sie dazu, quasi ein Superstar zu werden, weil Jasmine kann singen und sie hat eine wunderschöne Stimme und sie liebt auch die Musik. Und Jasmine wird jetzt quasi von klein auf schon zum Superstar getrimmt und geht mit ihrer Mutter auf Castings und alles. Aber irgendwie reicht es nie. Und die Mutter von Jasmine hat einen Freund, der selber Musiker ist. Und er ist auch relativ erfolgreich als Musiker. Und er zieht jetzt nach New Orleans und Jasmine und ihre Mutter auch mit. Und ja, er nimmt dort halt ein Album auf und Jasmine darf in der Zeit, wie er dort in diesen Studios arbeitet, darf sie in die Schule gehen. Sie durfte bisher nie zur Schule, weil sie immer umhergereist sind und immer von Ort zu Ort gezogen sind. Und ja, sie konnten halt nie sesshaft werden über eine längere Zeit. Deswegen war Jasmine noch nie auf einer öffentlichen Schule. Und deswegen freut sie sich natürlich dann, dass sie endlich zur Schule gehen darf, wie so ein normaler Teenager und nicht von ihrer Mutter unterrichtet wird. Und ja, als Jasmine dann auf die Schule geht, lernt sie dort Elliot kennen. Und Elliot ist quasi der Sandsack der Schule. Er ist der Junge, der von allen nur gemobbt wird, der niedergemacht wird, der gehänselt wird, der einfach schlecht behandelt wird. Und Jasmine kann das nicht verstehen, denn Elliot ist ein ganz, ganz lieber und netter Mensch. Und sie möchte ihn näher kennenlernen und Elliot kann das überhaupt nicht verstehen. Er kann nicht verstehen, dass dieses wunderschöne, absolut beliebte Mädchen sich mit ihm anfreunden möchte. Und was dann mit Jasmine und Elliot passiert, das ist das, worum es in dieser Geschichte geht. Und ich kann nur sagen, diese Geschichte ist nicht ohne. Es ist echt nicht ohne. Es ist nicht ohne, was bei diesen Mobbing-Attacken passiert. Es ist nicht ohne, was in dieser Geschichte noch passiert in der Hinsicht, was die Charaktere betrifft. Und die Entwicklung, die die Charaktere machen, das ist alles absolut nicht ohne. Und das ist echt heftig. Es ist einfach nur heftig. Und ich fand es einfach nur krass und es war einfach so gut gemacht. Und ja, was ich aber zu diesem Buch sagen kann, von der Handlung her hat es mir sehr gut gefallen, von der Entwicklung her hat es mir gut gefallen. Ich hatte nur das Problem bei dem Buch, dass manche Szenen mir zu abgehackt waren. Manche Szenen waren für mich nicht 100% zu Ende erzählt. Und das war so ein bisschen so ein Problem für mich bei manchen Szenen, also jetzt nicht immer, aber so an einigen Stellen. Und ich hatte mit der Zeit meine Probleme. Ich hatte immer gedacht so, vielleicht sind jetzt ein oder zwei Wochen vergangen und dann waren es aber ein oder zwei Monate. Und ich habe das aber nicht rauslesen können, weil ich einfach das von den Zeitangaben her nicht gerafft habe oder es nicht drinne stand oder keine Ahnung, woran es gelegen hat. Aber damit hatte ich echt meine Probleme mit den Zeitangaben. Wie viel Zeit ist vergangen, wie viel Zeit liegt zwischen den Szenen und das war für mich echt ein bisschen schwierig und das hat dieses Buch dann wieder so ein bisschen unperfekt gemacht, weil ich halt so ein paar Problemchen hatte. Aber von der Geschichte her war es auch einfach mega gut. Was die Charaktere betrifft, fand ich die Entwicklung, die unsere Charaktere in diesem Buch machen, einfach nur krass. Gerade was Elliot betrifft, wie er sich entwickelt, wie er sich verändert, das ist der Hammer. Also das ist echt richtig, richtig heftig. Ja, also was die Charaktere betrifft, kann ich mich auch nicht beschweren, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Was den Schreibstil betrifft, kann ich nur sagen, das ist ein typisches Brittany C. Cherry Buch. Dieses Buch lässt sich locker, leicht und einfach lesen. Man fliegt wirklich nur so durch die Seiten und es hat auf jeden Fall Suchtpotenzial, es einfach so in einem Rutsch wegzusaugen. Und ja, ansonsten mag ich den Schreibstil von Brittany C. Cherry. Ja, sie schreibt sehr, sehr romantisch und sehr ausdrucksstark meiner Meinung nach. Sie schreibt jetzt nicht irgendwie platt und platscht das da so irgendwie hin, sondern es sind schon schöne Formulierungen in dieser Geschichte auch mit drin, wo ich auch sagen muss, dass die Übersetzung an dieser Stelle wieder richtig gut ist. Und ja, was das Setting betrifft, die Geschichte spielt in New Orleans und zwischendrin dann noch so ein paar anderen Orten, aber grundsätzlich spielt die Geschichte in New Orleans und es hat mir sehr gut gefallen. Ich liebe New Orleans vom Setting her, es ist eine tolle Stadt und Brittany C. Cherry hat hier tolle Ecken gefunden und hat hier tolle Dinge aufgegriffen, was diese Stadt halt auch so einzigartig macht und hat uns da an tolle Orte auch mitgenommen und ja, vom Setting her hatte ich auch keine Probleme, mir irgendwas vorzustellen und ja, wenn Donner und Licht sich berühren, eine wahnsinnig tolle Geschichte, die ich euch wirklich nur empfehlen kann. Dann habe ich im Mai noch gelesen Das Reich der Sieben Höfe, Frost und Mondlicht und das reflektiert hier ganz schön. Das ist ja quasi ein Übergangsteil zur Spin-Off-Reihe zu Crescent City. In Crescent City wird es ja um Nesta und Cassian gehen und das ist quasi so ein Vorbereitungsteil
Teil kann man schon irgendwie sagen, da Nesta hier eine gewisse Rolle mit drin spielt. Es ist eine Geschichte, die man nicht zwingend lesen muss, um halt auch die Folgebände dann zu lesen. Jeder, der Fan dieser Reihe ist, dem würde ich sagen, lies diese Geschichte. Es ist so krass, was hier mit Nesta passiert, was bei ihr abgeht hier schon in dieser Geschichte. Ich fand diesen Zwischenteil wirklich richtig unterhaltsam. Er ist nicht dick, es passiert wie gesagt nicht viel. Aber einfach nochmal in diese Welt einzutauchen, die Charaktere nochmal zu sehen, wie hat sich alles nach dem dritten Band und dieser großen Schlacht am Ende entwickelt. Wie geht es den Charakteren heute? Wie gehen sie mit diesen ganzen Dingen, die sie erlebt haben, um? Das allein deswegen hat es sich für mich schon gelohnt, dieses Buch zu lesen. Und wie gesagt, das halt, was mit Nesta so abgeht, das war schon... Holla. Das war echt heftig und ich bin so auf Crescent City gespannt, wenn das dann nächstes Jahr rauskommt. Und ja, ich kann da wirklich nur zu sagen, wenn ihr Bock drauf habt, lest es. Wenn ihr sagt, boah, das interessiert mich nicht, dann lasst es. Es ist nichts, was man zwingend lesen muss. Aber jeder, der diese Reihe mag, sollte sich das auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Ich kann hier wirklich wieder nur sagen, dass es eine ganz, ganz tolle Geschichte ist und da es ein Übergangsteil ist. Und ich hier wirklich nichts zu sagen kann, außer das, was ich gerade schon gesagt habe, werde ich jetzt auch nichts weiter dazu sagen. Macht das jetzt irgendwie Sinn? Ich habe keine Ahnung, aber ich kann ja nicht viel zu sagen. Die Charaktere sind toll, die Welt ist toll, der Schreibstil ist toll. Es ist halt Sarah J. Maas. Ich glaube, ich brauche ja nicht ewig drumherum zu schwärmen und zu reden. Kommen wir als nächstes mal zu dem Buch, was das Flop-Buch des Monats war bei mir. Dieses Buch wird dann auch demnächst hier wieder ausziehen, weil ich jetzt dieses Video dann fertig gedreht habe. Ich wollte es nur noch hier behalten, bis ich das Video fertig habe. Und zwar habe ich gelesen Still Broken von April Dawson. Dieses Buch ist einfach nur Scheiß. Ich kann es nicht anders sagen. Es tut mir leid. Es ist einfach nur überzogene, übertriebene Kacke. Das Buch hat echt gut angefangen. So die ersten 50 Seiten dachten wir noch so, ach ja, das ist eigentlich ganz nett. Und dann, je weiter du dieses Buch gelesen hattest, umso verrückter wurde das Ganze. Ich habe dieses Buch mit der lieben Nina zusammen gelesen. Hallo, sei gegrüßt. Und ja, Nina und ich, wir haben das Gleiche empfunden in dieser Geschichte. Diese Geschichte wird dann einfach, die entwickelt sich dann einfach in so eine lächerliche Richtung, dass das einfach alles, also man kann das alles nicht mehr ernst nehmen. Also zum einen sind von der Handlung her viele, viele Logikfehler drin. Dann passen die Zeitangaben nicht zu den Aussagen der Charaktere. Dann sind hier Szenen sowas von überdramatisiert, dass man einfach nur denkt so, was stimmt bei denen nicht? Was läuft bei denen falsch? Und also passt einfach alles nicht zusammen. Und dieses Buch kann ich euch einfach nicht empfehlen. Lest das nicht. Lest es einfach nicht. Wer das jetzt gelesen hat und gut befunden hat, es ist meine Meinung. Wenn ihr das toll fandet, ist das super. Dann hattet ihr Spaß beim Lesen, dann ist das so. Es ist meine Meinung. Ich fand, dieses Buch war einfach nur Müll und verschwendete Lesezeit. In diesem Buch werden so viele Themen einfach angeschnitten und nicht abgehandelt. Wir haben hier eine versuchte Vergewaltigung, wir haben hier Tod einer Person, die aufgrund von den Ereignissen dann therapeutisch verarbeitet werden muss, was aber auch nur so am Rande angeschnitten wird. Was war es denn nur noch? Wir haben hier Mafia, wir haben hier eine Entführung, wir haben hier... Also es waren noch ein paar Dinge an Themen, die in diesem Buch drin vorkamen oder einfach dachte so, what the hell? Was stimmt hier nicht? Wieso ist das? Was will die denn noch alles in dieses Buch packen? Also die Autorin hat quasi alles, was man so in eine Geschichte irgendwie einbauen kann, hat sie in diese Geschichte tatsächlich eingebaut. Also wenn ihr eine Geschichte haben wollt mit allem, wo alles drin vorkommt, dann könnt ihr dieses Buch lesen. Aber ja, es ist einfach nicht lesenswert. Nein, ich habe... mal so ein paar Beispiele für euch, warum ich das so scheiß finde. Zum einen, diese eine Aussage, die sie hier trifft, diese Stelle habe ich nicht markiert. Und zwar ist es so, dass sie, also in dieser Geschichte geht es erstmal um Nora. Und Nora kommt ans College und am College lernt sie dann Max kennen. Und die beiden verlieben sich dann ineinander und werden dann ein Paar. Und auf einmal haut Max von heute auf morgen ab. Nach dem ersten Jahr, also sie waren so vielleicht in etwa so ein Dreivierteljahr zusammen, das kann man nicht so genau sagen, weil wie gesagt, die Zeitangaben in diesem Buch sind so ein bisschen schwierig. Und ja, auf jeden Fall haut Max dann ab und lässt sie allein und verschwindet. Und Nora muss dann damit irgendwie klarkommen und dann spielt die Geschichte so 3 Jahre später. Also 3 Jahre. Sie war ein Jahr auf dem College, spielt dann 3 Jahre später, also sprich ist sie in etwa 22 und gerade mit dem College fertig. Und dann kommen dann solche Sätze wie... Ich hatte endlich meinen Traumjob bekommen. Ich habe die letzten Jahre sehr hart dafür gearbeitet. Und du denkst dir so, Mädchen, was hast du dafür hart gearbeitet? Du kommst vom College.
Du bist quasi gerade mit dem College fertig und kriegst deinen Traumjob für die Füße, vor die Füße geklatscht. Wo hast du jahrelang hart dafür gearbeitet? Also, Nora ist Journalistin und arbeitet dann bei einem Fernsehsender und wird dann halt, wo die Geschichte wieder einsteigt, gerade befördert. Und du denkst ja immer nur so, was hat die dann jahrelang gearbeitet, wenn sie gerade mit dem College fertig ist? Weil 19, drei Jahre später, 22, College geht so 8 Semester im Schnitt, mit 22 sind die meisten dann fertig und du denkst ja nur so, I don't know. Und wie gesagt, da waren so viele sinnlose Sachen drin in dem Buch. Dann ist zum Beispiel eine Szene, da bestellt sie am Anfang abends sich eine Pizza und wartet auf den Pizzatypen und freut sich dann auch schon auf ihre Pizza. Und dann klingelt es an der Tür und sie rennt zur Tür mit dem Portemonnaie und denkt sich, ha geil, die Pizza ist da. Und dann steht natürlich er vor der Tür und sagt, hey Baby, komm, Bock auf ein Abenteuer. Aha, lass uns gehen. Und sie sagt, hey, klar, komm, lass uns gehen. Und dann geht sie. Und du denkst dir, ja, was ist jetzt mit dem Pizzatypen? Der kommt dann und sie ist nicht da. Und das ist auch nicht schlimm, weil sie kennt ja den Pizzatypen. Das sind so Kleinigkeiten, weißt du, aber das nervt mich. Sowas nervt mich ungemein, wenn sowas in einem Buch dann nicht abgehandelt wird. Und das war so oft in diesem Buch, dass da solche Kleinigkeiten drin waren. Und das macht mich rasend, sowas. Sowas macht mich rasend. Ich möchte euch aber gerne noch meine Lieblingsstelle einmal kurz vorlesen. Ich hatte sie in meinem Weekly Reading schon kurz angerissen. Aber diese Szene möchte ich euch einfach nicht vorenthalten. Und ja, wir steigen hier ein in dieser Szene. Sie versucht dann später im Laufe der Geschichte Max hier wiederzufinden, weil sie halt herausgefunden hat, dass er eigentlich gar nicht Max heißt, sondern Austin, und er und seine Schwester als vermisst gemeldet wurden. Und jetzt versucht sie halt alles, um ihn wiederzufinden. Und ja, geht dann an einem bestimmten Tag im Juni auf den Friedhof, weil sie denkt, dass sie ihn dort vielleicht eventuell treffen könnte, weil das der Todestag seiner Eltern ist. Ich spoilere gerade komplett die Geschichte, aber das ist mir jetzt auch gerade egal. Hasst mich dafür, ist mir wurscht. Auf jeden Fall ja, geht sie dann auf diesen Friedhof und versucht ihn dann zu finden. Und ja, also sie findet ihn dann aber nicht und geht dann zurück zum Auto. Und ich setze jetzt mal an dieser Stelle in etwa an. Ein Blick auf meine Armbanduhr verriet mir, dass ich schon eine geschlagene Stunde suchte, doch nichts fand. Was habe ich mir bloß dabei gedacht, dass er an einem Grab stand und ich ihm zufällig begegnete? Das ist dumm. Einfach dumm. Ich wüsste nicht einmal, was ich ihm sagen sollte, geschweige denn, was ich fühlte. War ich noch immer verliebt, sauer, enttäuscht? Könnte ich ihm verzeihen? Diesen Sonntag hätte ich produktiver gestalten können. Die Fragen hämmerten in meinem Kopf und ein leichter Schmerz breitete sich aus. Ich möchte an dieser Stelle vielleicht nochmal erwähnen, dass sie eigentlich einen Freund hat. Sie hat einen Freund. Mit hängenden Schultern beschloss ich, es gut sein zu lassen und mich auf den Heimweg zu machen. Diesen Tag würde ich aus meinen Gedanken verbannen und weiterhin versuchen, Austin zu vergessen. Als wäre ich nicht schon geknickt genug, fing es auch noch an, in Strömen zu regnen. Kopfschüttelnd rannte ich auf das große Eisentor zu, versuchte nicht bis auf die Knochen nass zu werden. Leider übersah ich einen großen Stein, der zwischen den Kieseln lag, und stolperte und fiel mit nackten Knien auf das spitze Gestein. Verdammt nochmal, kann denn heute nichts gut laufen, knurrte ich und versuchte aufzustehen. Doch ein Schmerz in meinem Knie ließ mich zusammenzucken. Immer noch kauerte ich auf dem Boden, sah, wie mir das Blut über die Beine rann, als mir jemand eine Hand entgegenstreckte. Ich hob den Blick und sah ihm grüne Augen. Seine Augen. Der Regen rann unaufhörlich, durchnässte uns bis auf die Knochen. Austin reichte mir noch immer die Hand, damit ich aufstehen konnte, doch es gelang mir nicht. Auch wenn mein Gehirn den Befehl an meine Muskeln gab, wollten sie nicht gehorchen. Ich sah nur in sein wunderschönes Gesicht, das sich außer dem Bartschaben kaum verändert hatte. Nora, flüsterte er schließlich und versetzte meinem Herzen einen Stich. Die Art, wie er meinen Namen sagte, als würde ihm jede Silbe Schmerzen bereiten, ließ mich kurz die Augen schließen. Das Pochen in meinen Knien lenkte mich allerdings wieder ab und ich öffnete sie wieder, sah, wie mein Blut sich mit dem Regenwasser vermischte und es hellrot färbte. Ich glaube, wir sollten deine Wunde versorgen, sagte er. Er griff meine Hand und half mir auf die Beine. Danke, murmelte ich, immer noch unschlüssig, was ich sagen oder wie ich mich verhalten sollte. Ich humpelte in Richtung Ausgang, spürte seine Blicke auf mir und versuchte nicht wieder hinzufallen. Als ich meine Schlüssel aus der Jackentasche zog, baute sich Austin vor mir auf und riss sie mir aus der Hand. Du wirst in deinem Zustand sicher nicht fahren. Komm, mein Auto steht gleich um die Ecke.
Ich fahre dich, meinte er schließlich und nahm meine Hand. So. Könnt ihr euch jetzt vorstellen, was ich an dieser Szene ein bisschen dämlich fand? Fangen wir nochmal von vorne an. Sie rennt planlos über diesen Friedhof, hofft ihn zu finden, obwohl sie keinen Plan hat, wo dieses Grab ist und wo sie eigentlich hin muss. Das ist schon ziemlich dämlich. Dann fängt es an zu regnen und sie rennt kopfschüttelnd durch die Gegend. Kein Wunder, dass sie über so einen scheiß Stein stolpert, der auf dem Kieselweg liegt. Ein großer Stein, wohlgemerkt. Und dann fällt sie mit nackten Knien auf diesen Kieselweg und schlägt sich so sehr die Beine auf, dass das Blut ihr die Beine runterrinnt. Ist sie ein Bluter oder was? Jetzt mal ganz ehrlich, wir sind alle schon mal hingefallen in unserem Leben und haben uns mal die Knie aufgeschraubt. Das blutet ein bisschen. Aber es strömt nicht das Blut in Massen das Knie runter. Das geht einfach nicht. Und dann kommt er als großer Retter daher, hält ihr die Hand hin und sagt ihr dann, nein, in deinem Zustand kannst du kein Auto fahren, Mädchen. Dir bluten die Beine. Ich würde dem Typen sowas von einem Einlauf machen, wenn der mir die Autoschlüssel wegreißen würde und sagen würde, oh Baby, komm, ich fahr dich nach Hause, du kannst in deinem Zustand nicht fahren. Der Typ, der mich hat sitzen lassen, den ich jetzt zwar gerade gesucht habe, aber der mich hat sitzen lassen, kommandiert mich jetzt drum, während ich Schmerzen habe und mir das Blut die Beine herabströmt. No comment. Wirklich, Leute. Wirklich. Lasst euch diese ganze Szene jetzt durch den Kopf gehen. Sie stolpert über einen Stein und fällt hin, weil sie kopfschüttelnd durch die Gegend rennt. Wenn ich kopfschüttelnd durch die Gegend rennen würde, würde ich auch wahrscheinlich über irgendwas stolpern. Junge, Junge, Junge. Also das war so die geilste Stelle von allen für mich. Und dann haben wir aber auch noch eine Szene, die ich auch richtig... Also wir sind dann immer noch am gleichen Tag. Es ist immer noch der Tag, an dem sie gestolpert ist. Er ist dann mit ihr, warum auch immer, das macht überhaupt keinen Sinn. Er ist dann mit ihr zum Haus seiner Eltern gefahren, das seit dem Tod der Eltern leer steht, um sie dort zu versorgen. Dort war seit Jahren niemand in diesem Haus. Absolut niemand war seit Jahren in diesem Haus. Wo soll da bitte ein Verbandskasten sein, der noch irgendwie in Ordnung ist? Auf jeden Fall fährt er dann mit ihr zu diesem Haus, um sie dort im Wohnzimmer an die Wand zu drücken und da an ihr rumzuspielen und mit der rumzumachen. Um dann festzustellen, oh, da ist eine Überwachungskamera in dem Haus, die uns gerade aufnimmt. Lass uns doch mal wieder gehen. Auf jeden Fall fahren sie dann nach dieser Szene zu ihr nach Hause. Sie wohnt mit ihrem Bruder zusammen. Man hat keine Ahnung, wie spät es dann in der Zeit eigentlich geworden ist. Man weiß nicht, wie lange sie auf dem Friedhof war. Und ja, dann kommt sie nach Hause und ihr Bruder ist da natürlich und Austin ist bei ihr. Und ja, ihr Bruder kann Austin natürlich nicht mehr leiden, wo ihr Bruder immer noch denkt, dass er Max ist. Und seine Schwester hat ihn einfach sitzen lassen, ohne die Hintergründe zu kennen. Und Nora kennt ja jetzt die Hintergründe und das ist natürlich total in Ordnung. Und auf jeden Fall kommt sie jetzt nach Hause nach dieser Kniefall-Hin-Sache. Und ja, ihr Bruder trifft auf ihn und ist natürlich nicht begeistert. Wie kannst du es wagen, hier aufzutauchen, du verdammter Drecksack, brüllte Clark und sah mit Genugtuung, wie Austin vor Schmerz keuchend zu Boden ging. Mit der Hand umklammerte er sein schmerzendes Kinn. Du mieses Stück Scheiße hast sie zerstört, als du damals den Schwanz eingezogen hast. Sie ist nicht mehr dieselbe, knurrte mein Bruder und baute sich bedrohlich vor Austin auf. Die verräterische Ader auf der Stirn schwoll an, ein Zeichen, dass er kurz davor war, sich erneut auf Austin zu stürzen. Ich löste mich aus meiner Starre und kniete mich zu dem Mann, den ich liebte, um mich zu vergewissern, dass es ihm auch gut ging. So, wir sprechen hier jetzt also schon wieder von Liebe. Denn sie hat ja nie aufgehört, ihn zu lieben. Sie hat einen Freund. Zu diesem Zeitpunkt hat sie einen Freund. Dieser Freund wird nie wieder erwähnt in dieser Geschichte, möchte ich einfach einmal sagen an dieser Stelle. Nie wieder wird er erwähnt. Der ist jetzt einfach weg. Der ist verpufft. Und ja, sie liebt ihn also. Dann erhob ich mich und baute mich von meinem Bruder auf, der mich bei Weitem überragte und versuchte, ihn zu beruhigen. Doch Clark blickte mich an, als hätte ich jeglichen Verstand verloren, seine Augen funkelten bedrohlich und man sah es ihm an, dass er um Fassung rang. Bevor ich etwas sagen konnte, drehte er sich um, ging auf mein Tagebuch zu und hob es wieder auf. Er hielt es in die Luft, als wäre es der Beweis für Austins Verrat. Achso ja, ihr Bruder hat ihr Tagebuch gelesen. Ich habe deine Tagebücher gelesen, und zwar alle. Ich habe kein Auge zugetan, sondern nur von deiner persönlichen Hölle gelesen und sogar geweint. Und alles wegen ihm. Er richtete voller Hass den Zeigefinger auf Austin, ging ein paar Schritte auf mich zu und legte die Hand auf meine Schulter. Erst jetzt zu erfahren, wie zerbrochen du in Wirklichkeit bist, hat mich aufs Tiefste schockiert. Wie kannst du es zulassen, dass er wieder in dein Leben tritt?
Wie kannst du es wagen, meine Privatsphäre zu verletzen? Ich wollte nicht schnüffeln, aber ich musste wissen, ob es dir gut geht. Und da fällt dir nichts Besseres ein, als meine Tagebücher zu lesen? Du hättest mich fragen können, aber du ziehst es ja lieber vor, mich tagelang allein zu lassen. Was ist das für eine Aussage? Du weißt, dass ich immer für dich da bin, meinte er eingeschnappt, aber ich war zu wütend, um Rücksicht auf ihn zu nehmen. Ich bin eine erwachsene Frau und kann selbst mit meinem Kummer umgehen. Aber das gibt dir noch lange nicht das Recht, meine Briefe an Brooke zu lesen. Du hast recht, ich hätte es nicht tun dürfen. Aber was ist mit dir? Mit mir? Fragte ich genauso zornig wie er. Dieser Arsch hat dein Leben zur Hölle gemacht, dich sitzen gelassen. Und du? Dich sitzen gelassen, als du ihn brauchtest. Und nun schleppst du ihn hier wieder an. Was stimmt nicht mit dir? Perfekte Aussage. Also Clark ist noch der Charakter, den ich so am besten verstehen kann. Das reicht jetzt, Clark. Du bist mein Bruder und ich habe dich immer respektiert und wollte deine Meinung wissen. Aber in diesem Fall bist du zu weit gegangen. Ich will es doch bloß verstehen, wieso du zulässt, dass er immer wieder in dein Leben tritt. Er seufzte und die Anspannung ließ langsam nach. Clark legte seine Hände auf meine Schulter und versuchte es mit einem Waffenstillstand. Weil ich ihn trotz allem liebe, auch wenn er mein Herz gebrochen und mich verlassen hat. Meine Stimme zitterte und ich sah beschämt auf meine Füße. Clark ließ von mir ab und sah mich entsetzt an. Austin, der mittlerweile auf die Beine gekommen war, griff nach meinem Unterarm und drehte mich so, dass ich direkt vor ihm stand. Mein Gesicht war tränenüberstürmt und trockene Schluchzer entfuhren mir. Zärtlich legte er Daumen und Zeigefinger an mein Kinn und hob es an und zwang mich, in seine grünen Augen zu sehen. So, diese Szene. Mehrere Punkte. Also, er liest einfach mal ihre Tagebücher. Why not? Sie ist eine erwachsene Frau. Sie hat jahrelang für ihren Job hart gearbeitet. Da kann man auch die Tagebücher seiner Schwester lesen. Warum nicht? Ja, was mich aber an dieser ganzen Geschichte stört. Er hat die ganze Nacht ihre Tagebücher gelesen. Wo zur Hölle war sie denn? Wo war sie? Warum war sie nicht zu Hause? Wo war sie? Das wissen wir nicht. Wir wissen es einfach nicht. Diese ganze Geschichte beginnt auf dem Friedhof. Wir wissen nicht, was sie vorher gemacht hat. Wo sie war? Keine Ahnung. Wieso war sie denn nicht zu Hause, wenn er ihre Tagebücher gelesen hat? Nächtelang. Oder die ganze Nacht lang. Das sind solche Sachen, boah, die machen mich kackrasend, ne? Aber das geht das ganze, komplette Buch so weiter. Und was ich auch mega witzig fand, hier stirbt dann eine Freundin von ihr. Also das ist nicht witzig, ne? Also um Gottes Willen. Aber in diesem Auto sitzt die Freundin, noch eine andere Freundin und ihr Bruder. Und die Freundin, die nicht stirbt, und ihr Bruder haben leichte Verletzungen und kommen glimpflich davon. Und die andere stirbt halt. So, und es ist ein Autounfall. Es hat niemand Schuld daran. Es ist einfach ein scheiß verfickter Autounfall. Und ihre andere Freundin beschließt aufgrund dieses Autounfalls, dass sie anderen Menschen helfen möchte, vor diesem Leid zu bewahren. Und sie geht zum FBI. Das ist sowas von unlogisch. Es war ein Unfall. Es war kein Mordversuch oder irgendwas. Und sie möchte andere Menschen vor ihrem Schicksal bewahren und geht deswegen zum FBI. Also mehr Sinn hätte es für mich gemacht, wenn sie Ärztin geworden wäre oder Krankenschwester oder irgend sowas, um Menschen halt zu retten, die auch einen Autounfall haben. Aber warum geht man, wenn ich einen Autounfall habe und anderen vor diesem Leid bewahren möchte, zum FBI? Erklärt's mir mal einer? Ich verstehe es nicht. Und das sind so viele Sachen in diesem Buch, die einfach für mich keinen Sinn ergeben, dass ich mich stundenlang darüber aufregen könnte. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch das jetzt ein bisschen näher bringen. Dieses Buch ist scheiße. Dieses Buch ist einfach nur scheiße. Also wenn ihr mal ein Buch lesen wollt, was scheiße ist, lest Still Broken. Ich bin mit der Autorin fürs erste Mal durch. Ich werde auch Up All Night nicht lesen, auch wenn ich da schon viele positive Rezensionen zu gesehen habe. Ich werde es nicht lesen. Ich bin mit April Dawson durch. Mir hat das hier völlig gereicht. Und ich habe jetzt genug, glaube ich, von dem Scheiß erzählt. Die Charaktere sind scheiß. Die Zeitangaben sind scheiß. Das Setting ist ganz okay. Also der Schreibstil ist echt flüssig. Man kommt super schnell durch die Geschichte durch. Das ist aber das einzig Positive an diesem Buch. Deswegen haben wir es auch nicht abgebrochen, weil du echt schnell da durchgekommen bist und wir wollten dann einfach wissen, was zur Hölle am Ende dann noch in dieser Geschichte passiert. Und es wird dann noch so strange nach dieser ganzen Kacke. Also, oh, das glaubt man einfach nicht. Es ist einfach zu viel. Die Autorin hat einfach zu viel in diese eine Geschichte gepackt. Das hätte für 5 Bücher gereicht. Ey, wirklich, das war einfach komplett Overkill. So, und ich höre jetzt auf, über dieses Buch zu sprechen. Ich habe euch jetzt mal 2 Szenen vorgelesen, wo ihr mal euch ein Bild machen konntet und es reicht damit. So, kommen wir zum nächsten Buch, was ich gelesen habe. Und zwar habe ich gelesen Die Wellen singen von C.L. Wilson. Das ist der 3. Teil der Mistral-Reihe und den 4. Teil lese ich aktuell. Der 3. und 4. Teil gehören zusammen. Also im Englischen ist es so, dass das immer ein Buch ist, aber in Deutschland werden 2 Bücher draus gemacht. Man muss ja irgendwie Geld verdienen. Und ja, das ist der erste Teil. Der erste Teil hat natürlich ein offenes Ende. Es ist ja noch nicht fertig erzählt, die Geschichte. Und wie gesagt, der 2. knüpft dann direkt an. In diesem Buch geht es um Prinzessin Sommer.
Wie gesagt, das ist der dritte Teil der Mistral-Reihe. Der Winter erwacht, wenn der Sommer stirbt, sind die ersten beiden Teile. Und da ging es ja um Sturm und Winter. Und diese Geschichte setzt jetzt nach den ganzen Ereignissen an. Und es geht jetzt um Chamsons Schwester, die Prinzessin Sommer. Ihr Name ist Gabriella. Und es war ja so, dass es im ersten Teil einen Krieg gab und Chamson brauchte Hilfe. Und die Hilfe hat sie bekommen von Dils und seinen Männern. Und die haben gemeinsam mit ihr gekämpft und haben es geschafft, den Feind quasi zu besiegen im ersten Teil. Und sie haben daraufhin eine Abmachung getroffen. Und zwar lautete die Abmachung, dass wenn der Krieg vorbei ist, Dils und seine Männer zurückkommen dürfen und sich eine Frau aussuchen dürfen aus den Clans von Winter quasi. Und diese Frau muss natürlich damit einverstanden sein. Ne? Also sie fahren dann dorthin und umwerben die Frauen und gucken halt, ob sie sich in die Frauen verlieben und halt diese Frau dann mit zu sich nach Hause nehmen können. Weil das Volk von Dils ist so ein bisschen anders, nennen wir es so. Und ja, und das passiert dann natürlich und auch Dils soll sich eine Frau aussuchen. Er ist quasi sowas wie der Prinz von seinem Volk und er soll eine der Jahreszeitenprinzessinnen heiraten. Und wie gesagt, Chamson ist ja schon an Winter vergeben und dann gibt es noch Frühling, Sommer und Herbst. Und er soll sich jetzt eine von den dreien aussuchen. Seine Berater ratschlagen ihn dazu, Frühling oder Herbst zu heiraten, weil das die Prinzessinnen sind mit den stärksten Kräften. Und Sommer ist zwar die liebste und netteste von allen, aber sie soll halt auch die schwächste sein. Und ja, es kommt natürlich so, wie es kommen muss. Dils kommt dorthin und sieht Sommer und ja, es ist sofort diese gewisse Anziehungskraft da und es ist sofort ein Band da, was die beiden verbindet. Und dann geht es in dieser Geschichte quasi darum, dass Dils versuchen muss, das Herz von Sommer zu gewinnen, was gar nicht so einfach ist, denn auch Sommer hat Geheimnisse, die nicht einmal ihre Schwester wissen. Und was das für Geheimnisse sind, was für Konsequenzen sich daraus entwickeln und was in dieser Geschichte noch alles drumherum passiert, das ist es, worum es in diesem Buch schlussendlich geht, denn diese Geschichte ist nicht einfach nur eine Liebesgeschichte, sondern es ist High Fantasy und es passiert hier noch so unglaublich viel mehr, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und ja, ich kann nur sagen, dass mir der erste Teil wieder sehr, sehr gut gefallen hat. Die Bücher, alle beide, gefallen mir bisher nicht so gut wie Der Winter erwacht, wenn der Sommer stirbt. Das sind einfach zwei Ausnahmebücher. Diese Bücher sind auch gut, die gefallen mir auch gut, aber die ersten beiden Teile, da kommt einfach nichts ran. Ansonsten, wie gesagt, hat mir die Geschichte bisher sehr gut gefallen. Ich mag die Charaktere, Dils ist sehr, sehr sympathisch und er und Winter zusammen ist eine coole Dynamik. Und weil das beides so Alpha-Männchen sind und wenn die dann so aufeinander knallen, das macht schon Spaß, das zu lesen. Und ich mag auch Sommer sehr, sie ist mir auch sehr, sehr sympathisch und ich kann ihre Hintergründe bezüglich ihrer Gabe und das alles sehr, sehr gut verstehen. Und ich verstehe auch die Geheimnisse, die sie hat. Und ich kann das auch nachvollziehen. Also es ist für mich alles auf jeden Fall sehr schlüssig, auch was die Charaktere betrifft. Und auch die Nebencharaktere gefallen mir gut. Die Geschichte, wie die sich entwickelt, ist krass. Also gerade im zweiten Teil, was dann alles passiert, ist echt heavy. Und ja, ich kann nur sagen, dass mir die Geschichte gut gefallen hat. In die Welt auch wieder einzutauchen, hat mir sehr gut gefallen. Ich finde, diese Welt, die C.L. Wilson hier erschaffen hat, ist richtig, richtig cool. Es ist so eine richtig typische High-Fantasy-Welt, wo es halt Menschen gibt mit besonderen Fähigkeiten, wo es verschiedene Völker gibt, wo jedes Volk eine Sache hat, die es bestimmt auszeichnet. Und es gibt eine große Hintergrundgeschichte, die sich wahrscheinlich durch diese komplette Reihe ziehen wird. Denn es wird ja sicherlich dann auch noch die Geschichte von Herbst und Frühling geben. Und ja, ich bin schon sehr gespannt, wohin sich das Ganze hier noch entwickelt, was noch alles passiert. Und es steckt, wie gesagt, so viel mehr noch dahinter. Ansonsten kann ich euch auch nichts weiter dazu sagen, außer dass der Schreibstil wieder richtig krass ist. C.L. Wilson hat eine ganz, ganz tolle Ausdrucksweise. Sie findet tolle Wörter und Umschreibungen und sie beschreibt die Welt halt auch toll. Und das hat mir auch sehr gut gefallen. Und ja, ich kann nur sagen, Die Wellen singen ist eine tolle Geschichte. Wer gerne High Fantasy liest, wo die Liebesgeschichte im Vordergrund steht, schaut es euch an. Ich habe noch kein vergleichbares Buch gelesen bisher. Also ich wurde schon gefragt, ob ich Geschichten empfehlen kann, die so sind wie Der Winter erwacht, wenn der Sommer stirbt oder wie Die Wellen singen, wenn der Sturm tobt. Aber es gibt einfach für mich nichts Vergleichbares. Ich habe noch nichts Vergleichbares gesehen, gelesen oder irgendwie gehört, dass es sowas gibt. Deswegen, falls ihr sowas kennt, könnt ihr mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Ich fange an, hier drinnen gerade zu zerfließen, obwohl ich das nicht verstehen kann, warum es hier gerade so heiß wird. I don't know. 3 Bücher habe ich noch, die ziehe ich jetzt mal noch fix durch, bevor ich hier einen Koller kriege. Ja, ich habe noch gelesen den 6. Teil der Green Mountain Serie, Öffne mir dein Herz. Und ich muss sagen, der hat mir so gut gefallen, nachdem der 4. und auch der 5. Teil ja nicht so meins gewesen sind. Also die Geschichten waren süß und so, aber die haben mich halt nicht irgendwie vom Hocker gerissen. Fand ich die Geschichte von Charlie und Tyler einfach so unglaublich gut. Das war eine so tolle Geschichte und Tyler ist einfach so,
Er ist einfach toll. Er ist einfach so toll. Das ist so ein Mann, wo ich sage, den hätte ich auch gern. Den hätte ich wirklich gern. Er ist einfach richtig toll, der Kerl. Und so lieb und oh, der ist einfach toll. Und ja, in diesem Buch geht es um Charlie Abbott. Und Charlie ist so der Wildfang bei den Mädels. Und ja, Charlie ist halt auch nicht so das typische Mädchen. Und Charlie hatte bisher auch immer nur Pech in Beziehungen und ist auch gar nicht auf der Suche nach einem Mann. Und ja, dann gibt es dort Tyler. Und Tyler lebt halt bei ihr in der Stadt. Tyler rennt Charlie auf jeden Fall schon eine ganze Weile hinterher. Und er bittet sie immer wieder um ein Date. Und Charlie lehnt das immer wieder ab. Gesundheit. Okay, er ist, glaube ich, fertig mit rumschuppern. Und ja, Charlie lehnt das aber halt immer wieder ab und Tyler hat halt auch einfach keine Chance, an sie ranzukommen, aber er weiß, dass er sie will und er weiß, dass sie zu ihm gehört. Er hat das einfach so im Gefühl und Charlie fasziniert ihn halt einfach und er fühlt sich einfach zu ihr unglaublich hingezogen, deswegen gibt er halt auch einfach nicht auf. Und dann ist es so, die beiden sind zusammen in einem Laufclub, in einem Laufverein und bereiten sich auf einen Marathon vor und wie gesagt, trainieren halt zusammen in diesem Verein. Und eines Tages sind die beiden alleine, weil es schlechtes Wetter ist und die anderen haben sich halt gedacht, so, ich bleib bei dem Wetter daheim, da renne ich nicht. Und die beiden sind aber gekommen und laufen jetzt alleine eine Strecke und dann passiert etwas. Und aufgrund dieses Ereignisses, was passiert, ist Charlie so ein bisschen auf Tyler angewiesen und Tyler bekommt seine Chance, sich endlich zu beweisen. Und was dann mit Charlie und Tyler alles passiert, das ist es, worum es in diesem Buch geht. Und ich kann wirklich nur sagen, dass mir das Buch richtig gut gefallen hat. Ich fand die Geschichte einfach unglaublich süß. Ich fand den Schreibstil wieder toll, ich fand das Setting wieder toll, ich fand die Charaktere wirklich richtig gut. Und ich fand es toll, wie sich die Geschichte entwickelt hat. Ich fand den sechsten Teil der Green Mountain Serie einfach nur richtig gut. Ich kann euch das Buch hier auf jeden Fall empfehlen. Ich fand es richtig, richtig süß und ja, mehr kann ich dazu auch nicht sagen. I love Tyler. Wupp, wupp. Das ging jetzt einfach nicht mehr anders. Ich muss jetzt die Haare hochmachen, weil ich habe hier hinten komplett alles nass. Bäh. Ekelhaft. Jeder, der lange Haare hat, wird mich verstehen können. Zwei Bücher habe ich noch. Und zwar habe ich noch gelesen Broken Love, den vierten und letzten Teil der Sinners of Saint-Reihe von L.J. Sheen. In diesem Buch geht es ja um Bane. Und er heißt eigentlich Roman Prostenko. Ich weiß gar nicht, wie man seinen Nachnamen ausspricht. Auf jeden Fall geht es hier um Roman aka Bane. Und ihn kennen wir schon aus dem dritten Teil. Bane ist ein sehr, sehr guter Freund von Eddie Fantasy. Und ja, Bane ist sowas wie Vichy, ist so ein richtiges kleines Arschloch. Und er hat aber halt nicht das Geld, was Vichy es hat, sondern er stammt aus einem eher ärmlicheren Elternhaus. Also seine Mutter ist Psychologin und hat sich inzwischen auch einen Stand erarbeitet in der Stadt. Und ja, er hat trotzdem nicht so viel Geld wie alle anderen, aber trotzdem hat er das Ziel, dass er etwas erreichen möchte im Leben. Und Bane ist dafür bereit, wirklich alles zu tun. Und ich sage alles, meine ich wirklich alles. Also der Typ ist einfach nur echt krass drauf. Und ja, er ist halt auch eigentlich voll der Bad Boy und er ist halt so ein Typ, der nie eine Beziehung eingehen würde. Und ja, er wittert jetzt die Chance auf den Deal seines Lebens. Und was er dafür tun muss, ist, ein Mädchen, was er vor vielen Jahren schon einmal gesehen hat, wieder zurück ins Leben holen. Und zwar geht es um Jessie. Und Jessie hat etwas ganz, ganz Schreckliches erlebt. Es ist wirklich richtig heftig, was sie erlebt hat. Und das ist diese Sache, die ich ganz schrecklich finde, die ich in Büchern nicht lesen möchte. Also ihr wisst, was ich meine. Und es ist in diesem Buch auch eine Triggerwarnung drin, was ich wirklich gut finde. Und Jessie hat, wie gesagt, etwas ganz, ganz Schreckliches erlebt. Und seitdem igelt sie sich zu Hause ein und geht kaum noch vor die Tür und will mit der Menschheit nichts mehr zu tun haben und versucht halt einfach zu vergessen. Aber auch das klappt nicht. Sie rennt wie eine Bekloppte jeden Tag durch die Gegend mit ihrem alten Hund und versucht einfach über diese Sache hinwegzukommen, schafft es aber nicht. Ihr Stiefvater ist auf jeden Fall einer der reichsten und mächtigsten Menschen in der ganzen Stadt. Und ja, der hat jetzt eine Idee. Er wird Bane das Geld geben, was er für sein Projekt braucht, wenn er es schafft, seine Stieftochter wieder zurück quasi ins Leben zu holen und aus seinem Schneckenhaus rauszulocken. Einzige Bedingung, die der Stiefvater hat, er darf sie nicht anfassen. Also sie ist sexuell gesehen absolut tabu. So, und jetzt könnt ihr euch natürlich vorstellen, in was für eine Richtung sich das Ganze dann entwickeln tut und was mit den beiden passiert und wie sich das Ganze entwickelt und was da alles passiert und was am Ende da für eine abgefuckte Scheiße alles noch rauskommt. Das ist es, worum es in diesem Buch geht. Und dieses Buch ist einfach nur krass. Dieses Buch ist richtig, richtig krass. Also,
man erahnt ab einem bestimmten Punkt in der Geschichte, wohin sich das Ganze entwickelt und was am Ende dann vielleicht rauskommt. Aber das am Ende dann wirklich so zu lesen, ist einfach so mega heftig. Das ist so krass. Es ist einfach nur krass, was diesem Mädchen alles widerfahren ist. Das ist einfach so schrecklich. Das ist so schlimm. Das ist, ich finde gar keine Worte dafür. Also das ist einfach nur heftig. Dieses Buch ist allerdings auch wieder sehr weird, sehr verrückt, sehr anders. Diese komplette Reihe ist ja so anders. Und auch hier sind viele Dinge, die wir als Otto Normalverbraucher, sag ich mal, vielleicht nicht so verstehen können, wo man so denkt so, what the hell? Warum machen die das? So ging es mir bei den ersten drei Teilen auch. Aber wenn man das weiß und wenn man da entsprechend rangeht an die Geschichte und denkt, okay, hey, die ist nicht wirklich realistisch und da ist alles ein bisschen abgedreht und überzogen und überdramatisiert und keine Ahnung was und alles ist echt ein bisschen strange. Wenn man damit so eine Einstellung an die Geschichte rangeht, dann passt das eigentlich auch und dann kommt man mit der Geschichte auch gut zurecht. Also dann hat man halt auch nicht so die Probleme, sich in die Geschichte reinzufinden. Wie gesagt, wer die ersten Teile gelesen hat, sollte auch das Buch hier auf jeden Fall lesen. Es lohnt sich. Wer jetzt schon fand, dass Vicious Love oder ein anderes der Vorgänger nicht seins ist, sollte auch hiervon die Finger lassen, weil es absolut vom Stil her gleich ist. Aber mir hat Broken Love gut gefallen. Wie gesagt, ich fand es einfach nur heftig, was da alles passiert ist. Und das ist mir teilweise echt hart auf den Magen geschlagen. Ich habe hier auch einige Szenen überlesen und überblättert, weil ihr wisst, ich will sowas nicht lesen. Und ja, es ist trotzdem eine richtig krasse Geschichte, wo es dann am Ende da alles noch rauskommt. Und ja, ansonsten kann ich euch zu dem Buch noch nichts weiter sagen. Tolle Charaktere, tolle Handlung, das Setting wie in den vorigen Teilen auch. Und vom Schreibstil her kann ich auch nur sagen, dass es wie in den vorigen Teilen ist. Dieser Schreibstil ist absolut derb. Er ist versaut, er ist verrucht, er ist sehr sexy, er ist sehr erotiklastig. Und ja, wer sowas nicht mag, lasst die Finger weg. Ich freue mich, dass die Reihe jetzt abgeschlossen ist und es kommt Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres kommt eine neue Reihe von L.J. Sheen. Die werde ich mir auf jeden Fall auch mal angucken. Und das letzte Buch, was ich im Mai gelesen habe, war eine Empfehlung, die ihr mir letztes Jahr immer wieder in die Kommentare geschrieben habt. Und zwar hatte ich gesagt, dass ich dieses Buch nicht lesen möchte aufgrund eines anderen Buches, was ich von der Autorin gelesen habe. Und dann habt ihr mir immer wieder in die Kommentare geschrieben, Susi, das Buch ist so anders, Susi, das Buch so viel besser, das ist eine so tollere Geschichte. Und dann habe ich mir das Buch letztes Jahr dann schon gekauft, habe es aber nie gelesen und jetzt habe ich es endlich mal gelesen. Und zwar rede ich von Neighbor's Dearest von Penelope Ward. Ich habe Stepbrother's Dearest gelesen und fand, das war so, das war nicht meins. Und deswegen wollte ich das hier eigentlich nicht lesen, aber wie gesagt, aufgrund eurer Kommentare habe ich es gekauft und es ist definitiv besser als Stepbrother Dearest. Um Längen besser. Was ich nicht wusste, ist, dass es hier um die Ex-Freundin von ihm geht aus dem ersten Teil. Wie hieß er denn jetzt noch gleich? Alec? Er hieß Alec, ne, im ersten Teil. Und Alec hatte ja im ersten Teil eine Freundin, die er dann für seine Ische verlassen hat. Und um die hier geht es dann, um die Ex-Freundin. Das ist Chelsea und Chelsea ist wirklich ein ganz, ganz toller Mensch. Und Chelsea ist auch ein sehr feinfühliger Mensch und ich fand sie einfach toll. Also Chelsea war so ein Charakter, mit der konnte ich auch voll mitgehen, mit der habe ich komplett mitgefiebert, bei der war ich voll dabei. Ja, aber auch Damien als ihr Gegenpart fand ich richtig toll. Er ist so der krummelige Nachbar, der versucht, sich die Liebe aus dem Leben fernzuhalten. Und ja, ich finde, die beiden haben einfach super zusammengepasst. Also in dieser Geschichte geht es um Chelsea und Chelsea kommt halt mit der Trennung von Alec noch nicht so wirklich zurecht und trauert der Beziehung auch immer noch nach, denn sie hat Alec sehr geliebt und hat halt auch gedacht, dass das für immer ist, ne? Und dass es das jetzt halt ist, das Wahre. Und dann halt verlassen zu werden, ist halt schon hart und wie gesagt, es ist jetzt ein Jahr später und sie kommt immer noch nicht so zurecht damit, ist jetzt in eine neue Wohnung gezogen und versucht jetzt halt auch einen Neubeginn für sich zu starten und ja. Ihr Nachbar Damien ist sehr, sehr unhöflich und sehr krummelig und sehr abgeneigt ihr gegenüber und das kann sie halt nicht verstehen. Und die beiden lernen sich dann aber immer besser kennen und werden dann Freunde. Und ja, was mit Chelsea und Damien dann alles passiert, das ist es schlussendlich, worum es in diesem Buch geht. Ich kann nur sagen, dass mir die Geschichte im Großen und Ganzen gut gefallen hat. Ich fand die Entwicklung der Geschichte gut, ich fand die Wendungen in der Geschichte gut. Ich fand das Ende gut, also mir hat die Geschichte im Großen und Ganzen wirklich gut gefallen. Ich kann da nichts, habe da nichts zu meckern. Die Geschichte war toll, das war eine richtig süße Geschichte mit erotischen Anteilen. Die Erotik dominiert hier nicht. Anders hier, das hatte ich gerade vergessen zu erwähnen. Hier, das Buch ist sehr erotiklastig. Das da, also, ne?
Wenn ihr da nicht so drauf steht, lasst die Finger weg. Aber bei denen hier ist das völlig okay. Geschichte steht im Vordergrund, Erotik nur so ganz am Rande eine kleine Rolle. Und ja, ich fand die Geschichte süß. Mehr kann ich dazu eigentlich auch nicht sagen. Es ist eine tolle Geschichte. Wer gerne Liebesgeschichten liest, wo Erotik drin vorkommt, der sollte sich das hier auf jeden Fall angucken. Wie gesagt, ich mochte die Geschichte von Chelsea und Damien. Ich fand die Entwicklungen toll. Ich fand, wie die Charaktere sich entwickelt haben, toll. Ich fand es toll, wo die beiden dann befreundet waren, wie Damien versucht hat, sie einfach quasi aus ihrem Loch rauszuholen und sie halt wieder glücklich zu machen. Das war einfach schön zu sehen und auch das Ende war richtig süß. Und ja, die Geschichte war einfach süß. Die Geschichte spielt in... Ich habe keine Ahnung, wo diese Geschichte spielt. In einer Stadt. In einer Stadt in Amerika. Ich habe es echt vergessen. Das wird auch jetzt nicht so oft erwähnt. Also ich habe keine Ahnung, wo die Geschichte spielt. Ich bin ehrlich. Irgendwo amerikanische Stadt. Das ist ein typisch amerikanisches Setting, wie man es halt auch so kennt. Von den Beschreibungen her und sowas hatte ich keine Probleme, mir da irgendwas vorzustellen. Ansonsten, der Schreibstil ist ein lockerer, leichter, einfacher Schreibstil. Er ist jetzt nicht besonders poetisch, romantisch oder irgendwas. Es ist halt, wie gesagt, locker, leicht und einfach. Es geht super von der Hand zum Lesen. Das Buch ist streckenweise wirklich witzig. Es hat einen ganz bestimmten Charme und ja, ich fand die Geschichte toll. Ich kann euch, was das betrifft, Neighbors Series auch nur empfehlen. Ich danke euch dafür, dass ihr zu mir gesagt habt, dass ich das Buch unbedingt lesen sollte. Ich habe es nicht bereut. Es hat sich wirklich gelohnt. Die Geschichte war wirklich süß und ja. Mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen. I like it. So, ich bin jetzt hier gerade echt am Zerfließen. Ich weiß nicht warum. Es ist bei uns heute nicht warm. Aber wahrscheinlich ist das die Softbox, die hier steht, die einfach so viel Wärme abgibt. Ja, dieses Video ist wieder unglaublich lang geworden. Es tut mir leid, aber ihr sagt ja immer, ihr wollt lange Videos. Dieses Video war auch wieder ein bisschen verpeilt, glaube ich. Ich bin irgendwie heute noch nicht so richtig da. Ich habe keine Ahnung. Im Moment bin ich irgendwie so ein bisschen im Kopf und kriege meine Gedanken nicht richtig sortiert. Ja, ich hoffe, dass euch das Video trotzdem ein bisschen gefallen hat. Ich hoffe, ich konnte euch die Bücher ein bisschen näher bringen. Und ja, mehr kann ich an dieser Stelle auch nicht sagen. Ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Gucken. Wenn ihr die Bücher kennt und schon gelesen habt, schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut. Tschüss.